mir Probleme machen. Ihr Befehl lautete, ihn herzubringen. Ich hab's versucht. Das hatte ich auch vor. Wie ist es dann passiert? Rucker war davon überzeugt, blablabla. Ich glaube, jemand, der für die Manipulation der Ark bezahlt wird, hat ihn getötet. Jemand aus seinem Team. Oder konfrontieren. Eieieiei. Also offenlegen oder konfrontieren. Ach komm, wir gehen mal auf Aggro. Sagen Sie es mir, ich habe nämlich das Gefühl, verladen zu werden. Wieso verladen? Schon komisch, dass Rucker genau in dem Moment umfällt, in dem ich auftauche. Und wer hat mich hingeschickt? Falls ich Sie verladen wollte, hat es nicht geklappt. Ich habe Sie reingeschickt, weil Sie augmentiert sind. Natürlich. Aber auch, weil ich Sie für unseren besten Mann halte. Ich finde es offen gestanden ziemlich beleidigend, dass Sie daran Zweifel haben. Hat Rucker Ihnen das eingeredet? Was zum Teufel hat er Ihnen gesagt? Er sagte, er habe Beweise dafür, dass die Ark manipuliert wird. Na, das ist doch mal was. Haben Sie ihn? Oh, Mann. Oh, Scheiße. Das war ja dieses, das Datapad mit hier Phase 1 und bla bla bla. Boah, ich weiß nicht, ob ich dem Miller traue. Also der ist ja, definitiv ist er nicht so ganz koscher. Die Frage ist, was und wie viel weiß er und was genau hat er mit der ganzen Geschichte zu tun? Für Vega übergeben. Toll. Jetzt wüsste ich gerne, was das für Auswirkungen hat. Ich weiß doch nicht mehr, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Ich übergebe ihm das. Komm, noch haben wir keine Beweise dafür, dass er ein Arschloch ist. Also doch schon so ein bisschen, aber noch hat er niemandem was getan. Matschenko, genau. Der Name, den ich übereilend überprüfen sollte, brachte kein Ergebnis. Warum? Wenn Rucker recht hat und jemand in der Ark Befehle von außen erhält, dann könnte das Matschenko sein. Ja. Rucker hätte die E-Mail selbst versenden können, aber vielleicht kann Cheng die IP zurückverfolgen und rausfinden, wer da mit wem redet. Ja, ich bitte darum. Was für eine Scheiße. Sie wissen, dass Ruckers Tod sich rumsprechen wird, oder? Und der Leiter der Staatspolizei hat mir versichert, dass Gollum City dann zum Kriegsgebiet wird. Das können wir nicht zulassen. Ja, Entschuldigung, habe ich mir nicht ausgesucht. Wir haben genug Saft, Chicane. Ich brauche nämlich ein Taxi. Was Sie angeht, Agent, ich muss einen Fall lösen und ich weiß auch genau, wo ich anfange. Smiley hatte mehr als genug Zeit für die DSD, die ich ihm gegeben habe. Die aus Rosika? Nee, die aus meinem Apartment. Mit dem Miller, ich weiß noch nicht, ne? Also wie gesagt, ich habe Deus Ex nie komplett durchgespielt. Ich weiß also nicht, wie es ausgeht. Aber der wird mir halt zu sehr als das Arschloch der Nation hingestellt. Zeitung. Wichtiger Beweis verschwunden. Oh, tut mir aber leid. Ja, er wird halt die ganze Zeit so als der zwielichtige Mann im Hintergrund dargestellt. Wobei ich glaube tatsächlich, dass er auch nur eine Marionette ist. Er handelt auf Befehl und der Befehl für ihn war halt ganz klar, häng die Ark hin. Warum auch immer er diesem Befehl jetzt Folge leistet oder in welcher Konstellation das alles zueinander steht. Was ist das denn? Was ist das denn? Warum kann ich hier rein? Okay. Ja gut, gab ein bisschen Zubehör, ne? Gut, dann schauen wir mal, was jetzt als nächstes auf unserem Tagesplan steht. Ah, hier war doch noch... Talos Rucker
Oh, warte mal, da war was. Vergiftet, glaube ich. Heilige Scheiße. Ernsthaft? Walker war das Sprachrohr der Augmentierten. Die Leute haben ihn geliebt. Wenn das rauskommt, wird Brad explodieren. Und die ganze Welt sieht zu. Hör zu, Miller trifft sich mit der Staatspolizei. Es ist unsere Chance, rauszufinden, auf welcher Seite er steht. Er lebt in der Nähe von TF-29. Sollen wir sein Apartment durchsuchen? Nicht wir. Ich. Du kümmerst dich um den Hörserleif-Einbruch. Und finde raus, was das Kollektiv über Viktor Matschenko weiß. Wenn ich recht habe und Rocker... Da komme ich irgendwie immer noch nicht rein, ne? Ich will da rein. Toll, weißt du, ein Radio kannst du hacken. Aber hier... Komme ich irgendwie unter die Leiter? Nö. Okay, es ist ja hier unter uns quasi. Da ist noch ein Lüftungsschacht. Hä? So, da muss ich hin. Toll, hilft viel. War das der Lüftungsschacht, den ich von oben gesehen habe? Da oben ist auch noch einer. Wir gucken noch mal eben rein. Aber dann komme ich wahrscheinlich hier oben wieder raus, ne? Ja. Also ich weiß nicht, wie man zu diesem Raum hinkommt. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, mir das anzugucken oder zu googeln oder wie auch immer. So. Das war's. Wir sind wieder zurück in Prag. Und wir haben so ein bisschen was an Gezumpel mitgebracht. Für das Gewehr hätte ich natürlich gerne mehr Munition, aber irgendwie... Ah, toll. Weil das jetzt behalten bringt auch nicht wirklich viel. Pistolenmunition behalten wir mal ein bisschen. Standardgewehrmunition kam weg. Wir brauchen jetzt als erstes mal einen Händler. So. Okay, wir gehen halb links und da kommt die Apotheke. Oh, wir sollten vielleicht mal das fette Scharfschützengewehr wegpacken. Wer? Werde ich machen, was? Hier spricht Mutter von Covent. Ah. Ich habe noch eine delikate Angelegenheit für dich. Ich dachte, wir wären quitt, Mutter. Das sind wir, wenn ich es sage, mein Freund. Also, zum Geschäft. Du besuchst Frau Katrin, die Besitzerin des Red Queen. Sie hat ein Problem namens Dominik. Ja, okay. Ja, und da haben wir das Problem. Was willst du? Salbe? Ja. Hast du ein Rezept? Der wird immer und immer mehr fordern. Ich will da nur kaufen. Haben wir eigentlich genug, ne? Ach komm, gönnen wir uns. Danke. Blöd, Mann. Wiedersehen. Ja, mach ich auch. Vielleicht schieße ich die erstmal über den Haufen, du Penner. Nix drin? Was ist denn das für eine Apotheke hier? Oh, jetzt müssen wir erstmal gucken. Zigarrenlounge. Okay, wir gehen mal um den Häuserblock rum. Was ist das jetzt? Eine letzte Gefälligkeit. Achso. Händler. Ah, okay, das ist das Red Queen. Ich möchte jetzt aber erstmal in die Zigarren-Lounge. Guten Tag. Oh, schön. Appetitlich. So, bevor ich jetzt hier Sniper.
Oh, lecker. Ja, das schon eher. Nee. Ja, das geht noch. Aber das ist doch mal appetitlich. So, jetzt die Waffe wieder weg. Kann ich hier jetzt was verkaufen? Na, da Birak. Stimme passt überhaupt nicht. Was haben Sie? Was hast du? Da will ich gar nichts von. Wiedersehen. Ich will doch nur bei jemandem meinen Kram verkaufen. Ach, verdammt ehrlich. Gatte, Gatte. Irish Stool klingt jetzt auch nicht unbedingt wie ein Händler. Technoir. Ach, kann ich da nicht hinspringen? Na gut. Also müssen wir einmal. Ja, du mich auch. So, Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Bin ich hier noch richtig? Ja. Jetzt müssen wir hier links. Hallo, Großer. Oh. Hier kommen wir jetzt natürlich nicht durch. Ja, leck mir doch an die Füße. Und jetzt so halb rechts, also über den Platz und. Fußgängerbrücke ist die hier? Oh. Ja, verdammt, irgendwie verlaufe ich mich hier gerade. Wo bin ich denn? Okay, jetzt geradeaus und dann die nächste Gasse. Vielleicht. Nee, war schon falsch jetzt, ne? Nee, doch. Ha. Guck mal, jetzt gehen wir hier rein. Boah, ich habe heute einen Orientierungssinn. Ja, geht doch. So, guten Tag. Ja, du mich auch. High-End. Hatten wir das Gespräch nicht schon? Versuchst du das bei allen Kunden? Nur bei denen aus Carbon. Von einem Fan zum anderen. Mir kannst du sagen. Kannst nicht einfach deine Fresse halten? Ich will handeln. Komm, mal voran. Vielleicht kannst du es wieder gut machen. Du hast doch bestimmt Zugang zu Breach-Software. Das Zeug ist illegal. Lass die Spielchen, Mann. Es ist illegal, weil die Regierungen der Welt ihre schmutzigen Geheimnisse bewahren wollen. Aber wir lüften sie trotzdem. Viva la Revolution! Sei ein Teil der Revolution. Übrigens, wirf doch mal einen Blick in meinen Computer. Da steht alles drin. Kauf oder Verkauf? Erstmal möchte ich verkaufen. So, jetzt werden wir tatsächlich das. Ach, ich weiß nicht, ob wir das Lenzgewehr wirklich verkaufen sollen, weil das ist schon geil. Aber ich habe halt nur 3 Schuss. Munition. Er läuft. Inventar voll. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Elektroschockpistole. Ja, die wäre natürlich schon nice. P-Jack ist ein tragbares Mehrzweck-Heckeinheit. Oh, die haben wir auch noch nie benutzt, ne? Egal. So. Also, das große Betäubungsgewehr müssen wir auf jeden Fall behalten. Und für das Lance-Gewehr haben wir nur 2 Schuss. Das bringt nichts. Wir geben das Lance ab. So. Was haben wir hier? Taser-Munition. Standardgewehr-Munition kann weg. Alles weg.
EMP-Pistolenmunition, Pistolenmunition, Maschinenpistole brauchen wir auch nicht. Präzisionsgewehrmunition brauchen wir. Betäubungspfeile sind doch für das hier, ne? Was ist das hier? Schrotmunition brauchen wir auch nicht. Machen wir jetzt nochmal eine kleine Handelssession, mal eben alles. Elektroschockpfeile, Holovisier. Das könnten wir vielleicht gleich mal auf die Pistole oder auf das. Oh, packen wir das auf das Gewehr? Revolvermunition kann weg. PB Scharfschützengewehrmunition. Okay, Gewichtsgewehr. Kennen Sie Gewichtsgewehr? Das kann weg. Das kann weg. Also Geld haben wir jetzt genug. Weiß gar nicht, warum will man den Schnappes mitnehmen. Aber Geld ist Geld. Das haben wir Tesla-Patronen, brauchen wir auch nicht. So. Dann können wir gleich nochmal ein bisschen aufräumen. Er hat aber auch keine Upgrades für die Waffen, ne? Nee, gut. Data, Übertaktung, Tracker, Stealth, Nuke. Ach, Stammprozessor, guck mal. Ich habe auch erst gedacht, das wäre irgendeine Virenklamottengeschichte. Und die Splittergranaten können auch weg, die brauchen wir nicht. Splittermine auch nicht, die wollen wir nicht benutzen. Rauchgranate ist okay, EMP. Schock klingt auch vernünftig. Und den Rest müssen wir mal umsortieren. Wiedersehen. Mei, 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 mei. Willst du zum Bummeln in Prag? Ich hau dir auf die Schnauze. Gib mir die auf den Sack. Ich habe ja auch eine. So, da haben wir ein bisschen was an Kleingeld verdient. Da, jetzt müssen wir mal eben umsortieren. Waffen hier oben. So. Kombinieren. Ach, können wir auch nur hier drauf machen. Dann machen wir die einfach mal da drauf. Sehr schön. So, du kommst dahin. Du kommst dahin. Also Biozellen und Hypostims haben wir jetzt genug. Kann man das auch aufmachen oder so? Da, das kommt dahin. Guck mal, hier haben wir ein bisschen was an. Bum, bum, knall, knall. Na, leg das mal bitte dahin. So. Ja, guck mal, haben wir ein bisschen was an Platz. Ich meine, eigentlich brauchen wir das Scharfschützengewehr not really. Aber für alle Fälle möchte ich das in der Tasche lassen. Hier haben wir wieder so ein Dingsy. So, und ein Dingsy. Gucken mal. Erhöhte Aufladungsrate nehmen wir. Zack. So, Wiedersehen. Und jetzt haben wir hier auch ein bisschen was zu tun. Smiley im Büro aufsuchen, Millers Apartment durchsuchen. Ja, der Rave. Die Wohnung des Wissenschaftlers. Und hier müssen wir zur Bank. Okay, vielleicht gehen wir das beim nächsten Mal an, die Samistad Quest. Bis dahin sage ich einfach mal, haut rein, bleibt mir gewogen und tschüss, ciao. Auf Wiedersehen.